Du musst ja auch mal anziehen, Alter. Was soll ich so nackig rum, Junge? Digga, die Sonne genießen, Alter. Die Sonne genießen. Boah, Digga, das Interieur hier vorne. Ui, Alter. Ja, ne? Digga, schöner Sternenhimmel. Schön Leasing, Alter. Oh, geil, Alter. Wer liest heutzutage nicht, Digga? Wer liest nicht mal? Ey, von der Straße, ja, Mann! Weg, du gering, ist das hier ein Digga. Fahrradweg oder was, ey? Verdammt, scheiße, Mann. Meine Fresse, Alter. Das lassen wir uns nicht gefallen, Digga. So ein Geringverdiener und so irgendwie. Ey, ganz ehrlich, ja, überfallen einfach. Ich hab's nicht gesehen, Digga. Ist so voll auf der Straße. Kann passieren, kann passieren. Vor uns ist dein Lebensinhalt, der Penner, Alter. Ey, was geht bei dir? Bist du in der Gang oder wie? Nee, noch nicht. Shit, wie lange bist du hier schon auf der Welt, in Amerika? Ja, links. Hier fast 2 Monate. Aber aktiv bin ich, glaube ich, erst noch 1 Monat oder so. Krass, ja, ich bin auch mit meinem anderen Account gerade im Knast. Was heißt denn ein Account, der Herr? Was heißt denn ein Account? Digga, wie soll ich sagen? Meine gespaltene Persönlichkeit, ich bin schizophren. Dein zweiter Bruder meinst du, oder? Mein zweiter Bruder, meine zweite Hälfte im Kopf. Digga, die ist gerade gebannt, Digga. Ich hab jemanden im Gefängnis verhauen, Alter. Und ein bisschen ausgerastet, so ein Ding war das. Also der Wärter, Digga, der hat gestottert, dann habe ich ihn halt in seiner Zelle kaputt gehauen. Ey, ist das ein Polizist? Komm, wir fucken die ab. Ja, ey, Officer, was ist hier los, Officer? Digga, der Typ auf der Schulter, ne? Das ist dein einziger Freund bei deinem hässigen Tattoo, Mann. Bruder, beruhig dich, Alter, was ist das? Ja, ey, genau deswegen bin ich 1-2 Tage im Urlaub mit einer Persönlichkeit. Ey, guck mal, ich erzähl dir, wie das war. Das war ganz wild. Ich sehe so, das ist ein Razzia, ja. Und ich sehe so, das waren stramme Jungs. Die waren korrekt, das waren unsere Nachbarn. Ich gehe über den Zaun, ich verteile direkt Bomben an die Cops, alle auf dem Weg. Dann ich wurde getasert, die haben mich freigelassen, haben gesagt, nein, nein, nein. Ich so, ja, okay, dann. Ich warte so, wir waren wieder in Big Discussions. Ich gehe von hinten drauf, ich gebe dem wieder eine Schelle. Und da haben die mich gekriegt, Alter. Ich bin in den Knast gekommen. Dann, ich hatte Auftragskiller auf den Kopf gesetzt, dann war der Kopf neben mir tot, aber ich konnte trotzdem nicht aus dem Auto raus. Ja, und dann haben die mich in die Zelle gebracht, ja. Und der war so in der Zelle, der Rücken zu mir, da habe ich ihn richtig kaputt gehauen. Ne? Ja, und dann kamen 3, 4 Cops getasert und dann auf einmal hatte ich einen Bann. Naja, egal. Stiff! Der sieht auf jeden Fall wild aus hier drin oder so. Sag ich dir, wie es ist? Was meinst du mit Urlaub? Was meinst du mit Urlaub eigentlich? Ja, Digga, 3 Tage Sperre ab da. Ich muss jetzt 3 Tage Pillen nehmen, damit meine Schizophrenie nicht zurückkommt. Ich kann nur noch auf dem Account jetzt spielen, 3 Tage. Oh, nee, Digga. Ey, ich hab da sogar ein Video drüber gemacht. Ganz witzig, Alter. Richtig witzig. Kann man hier Links verschicken? Ich weiß gar nicht. Geht das? Nee, kann man. Also, kannst schreiben, wie der Link ist. So. Du musst einfach reinschreiben, dann nicht verschicken. Ah, okay. Ja, warte mal kurz. Ich komme, Alter, jetzt stehe ich die Pisser zur Rede, jetzt reicht mir. Ey, bleib mal stehen. Willst du Faustkampf, ey? Ey! Hast du eine Waffe, Alter? Schieß in die Reiten, Mann, schieß in die Reiten. Ey, ich fordere dich auf, stehen zu bleiben, RP-Situation. Ey, ganz ehrlich, lass den fahren, scheiß auf den. Wer hast du denn? Ja, ey, du kannst gar nichts, du kannst nicht mehr Auto fahren, du kleiner Pisser, ja, Mann. Alter, du Knecht, Alter, so schießt dir so. Ja, schieß doch, Digga, du traust dich nicht, Mann. Alter. Du traust dich nicht, jetzt fährst du weg, du kleine Muschi, ja? Ey, Digga, du bist gerade in eine Panne gefahren. Natürlich, wenn ich den hier wegfahren muss, Bruder. Ich muss den wegfahren, den Kollegen hier. Komm doch! Alter, wie ein Sherry-Car, Alter. Ey, ich hab keine Angst vorm Tod, schieß doch, Mann. Sherry-Car, Bruder. Ach, du hast keine Angst vorm Tod, Digga. Ja. Los jetzt, ey. Rückwärtsgang einlegen, ne? Warte, ramm ihn nochmal, Alter. Nein. Ah, oh, Alter. Ey, jetzt, ey. Wow. Ey, schieß doch, ich hab keine Angst. Ey, das darfst du nicht, ne? Das gibt voll Ärger, ey. Ey, der ist doch bei uns ins Auto gelaufen. Was für ein Fail-AP, Alter. Er läuft bei uns ins Auto rein, ey, schieß mich, was ist das? Ja, Mann, eigentlich machen die Cops nur ihren Job, Alter. Der wurde getasert. Boah, Schießerei. Boah, Digga, was?
Digga, das ist Versteckung, ich sehe Verstärkung. Digga, mein Bre ist tot, ich bin tot, alle tot, was sollen wir machen, Alter? Oh, hoffentlich werden wir jetzt wiederbeleben. Ich hab Videobeweis, Alter, geil. Einmal Tatort verlassen, sofort Tatort verlassen. Haben hier zwei Tote am Boden liegen. In guter Fahrt beim Hüfenpark, wo man runterfährt. TV's gefühlt wird in einem gelben Leihwagen Richtung MD. Grüße. Hallo. Rettung ist schon alarmiert. Der Verdächtige ist gerade nochmal vorbeigefahren. Gelber Leihwagen. So ein Rolls Royce oder was? Ja, richtig. Ja, rotes Oberteil. Rotes Oberteil. Ja. So College. College Jacke. Den mich vorhin angequatscht. Okay. Ey, scheiße, Alter. Jetzt kriegen wir wieder Ärger, weil wir einen schlechten Eindruck gemacht haben. Das ist scheiße, Mann. Ey, der rote Typ im Oberteil, war das mein Kollege? Ey, was ist denn das? Digga, ich war einfach über den Haufen gestochen. Also guck mal, wir sind hier am Fahren. Warum? Wir sind am Fahren und dieser Motorradfahrer, der da liegt. Entschuldigung, Sonny. Ey, wow. Ey, soll ich nicht erzählen? Ey? Doch. Ich wollte nur den Sanitäter kurz beschreiben. Ja, okay, auf jeden Fall. Guck mal, also ich war hier am Fahren. Und dann ist der bei uns ins Auto reingefahren, keine Ahnung, weil der hin und her fährt mit seinem Motorrad, hab ich sogar auf Bodycam in meinem Bauchnabel. Und Digga, auf einmal erschießt er mich da einfach. Ich steig so aus, ich guck so, wir wollten ihn wiederbeleben, weil wir sind ja nette Bürger, und da hat der mich einfach weggeschossen. Hab ich ihm noch zwei, dreimal gesagt, Digga, das kannst du nicht machen. Ich hab da keinen. Safe Call, alles auf Bodycam. Was ein Verbrecher, Digga. Weißt du, woran das liegt, Digga? Okay. Ist bestimmt das Gangster. Das war der Wagen, aber das war nicht der. Entschuldigung, der Herr, können Sie mal bitte aussteigen? Nur mal kurz. Einfach so. Er ist jetzt umgestiegen oder hat Kleidung gewechselt. Hey, was für Kleidung gewechselt? Sag ein. Ja, das kann schon gut möglich sein. Das können wir nicht wissen. Hey, was? Schon. Aber steigen Sie trotzdem bitte mal kurz aus, wenn Sie nichts zu verbergen haben. Ja, Dings, hey, worum geht's denn jetzt überhaupt? Ich will doch mal so einen Grund wissen. Ja, ich möchte kurz nur eine Reise passieren. Sie sind verdächtig, hier einen Mord begangen zu haben. Lukas, was passiert? Also der hat mich echt nicht umgebracht, sagt er so, wie es ist. Der nichts gemacht. Trotzdem würde ich gerne eine Reise passieren. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, egal, ich scheiß drauf, auch rein. Ah! Ey, ich hab... Aber ey, eigentlich müssen wir nicht wegfahren. Ich hab alles auf Bodycam, ne? Aber egal. Wir haben ihn übergefahren, und da hat er mir in den Kopf geschossen. Aber fahr schnell weg, ey. Ey, kennst du Parkplatz und fahr hier links, bei den Brücken und so lang. Fahr links rein. Nein, egal, scheiß drauf, Digga, wir sind weg. Echt? Ja, scheiß drauf. Können wir uns nicht einholen? Nee. Okay, wenn nicht, fahr einfach Parkhaus, fette Ebene, da kommt niemand rein. Nein, da, Digga, die müssen sich doch um den anderen Typen kümmern. Ah, wie geil, Alter. Wir haben hier einfach richtig gebumst mal wieder. Oh, so geil, Digga. Der hatte 200 Schuss, Bruder. Ich konnte ihn nicht mitnehmen, Digga. Hast du doch belassen. Ey, das Ding ist... Digga, behindert, ey. Der braucht echt 200 Schuss, mich zu erschießen. Und ich sag noch so, Bruder, mach das nicht. Du kriegst so voll Ärger. Hier ist keine Green Zone. Und er macht trotzdem. Jetzt kommt dein Klass. Naja. Ich lade Videobeweis hoch, gib ihm. Ich schneide uns raus. Fertig. Ja, mach mal. Ja, wobei, Digga, wenn ich gewusst hätte, dass du Videoclip hattest, ne, Digga, ich hätte nicht geschossen. Ja, alles gut. Ich dachte auch am Anfang, ich hab's nicht mitbekommen, wer geschossen hat. Ich dachte erst, er hat uns beide erschossen, wir liegen da jetzt, ne? Aber ich wusste nicht, dass du ihn erschossen hast. Und auf einmal kommst du wieder... Ja, Digga. Shit, Alter. Ja, wieso bist du nicht eingestiegen, Digga? Ich dachte irgendwie an. Ja, weil der Kopf stand im Weg, deswegen. Ach so, Digga. Ja, Mann. Ja. Ich hab ihn dann so an der Cover weggeschoben, und der andere hat dann auch schon hinzugepackt. Und der Kopf, Digga, ne, wieder so sagt, ja, er hat ihn nicht ausgezogen, und der andere so, nee, das können wir nicht wissen, und so, Digga. Wir fahren jetzt mal vorbei und schauen mal nach. Naja, ey, mit einem Auto kommen wir, holen uns ein anderes Auto. Wir kommen so mit Bike. Ja, warte. Kannst du mit dem Bike, Digga? Scheiße. Aber ich weiß, wie wir die abhängen können, Digga. Trust me. Ich weiß, wie wir das machen. Okay. Wir fahren einfach Gangkittel. Ja, ich bin da voll koscher mit, Digga. Ob ich jetzt in den Knast komme oder nicht. Ich war da ein, zwei Mal. Ist wie Urlaub, Mann. Oh nein, Digga. Ist die Karre los? Oh Scheiße.
Oh Scheiße. Hey, die haben uns. Oder? Einfach vorbeigefahren. Ey, der dreht. Ey, der dreht einfach weg. Der Brett mich im Stich gelassen. Der Huren. Gott, hier gibt's ja eh keine Züge. Ich sneak mich jetzt hier mal rein. In die letzte Ecke. Ui. Ja, hier sollten wir ja eigentlich nicht finden, ne? Ein bisschen an Mauer lehnen. Ein bisschen an Mauer lehnen, hab ich gesagt.